So Leute, willkommen zurück zu One Piece Odyssey. Wir sind im letzten Abschnitt. Wir stehen kurz davor, Alio zu stellen. Und wir sind gespannt. Raum der Erinnerungen 1, okay? Dieser Ort, der ähnelt sehr stark. Ja, dem seltsamen Ort, oder? Aber er ist noch viel größer. Gehen wir einfach, ich mache mir Sorgen um Lim. Ja, das scheint der seltsame Ort zu sein. Wahrscheinlich greifen uns jetzt hier einfach Viecher aus, also so Bosse aus unserer Erinnerung an. Entweder die Kolosse oder irgendwie Crocodile und Co. Die CP9 und auch noch, und die beiden auch noch. Ist der reinste Zoo hier. Ich kümmere mich um den tauben Typ und den anderen Kerl. Okay. Sie sind stärker als in der Memoria. Ernsthaft? Was spielt das für eine Rolle? Wir schalten sie einfach aus. Sehe ich auch so. Aber Zoro hat hier keinen Vorteil gegen beide, nicht? Dementsprechend nehmen wir Zoro raus. Warte mal, wer hat denn Vorteil gegen die? Nahkämpfer, okay. Zoro, Austausch gegen Sanji. So, Ruffy. Ikeo Ruffy. Takami. Get the Hawk! Okay, wirklich viel stärker als in der Memoria sind sie jetzt nicht. Okay, der hält ein bisschen was aus. Das hat Ruffy mal überhaupt nichts gemacht. Komm, nehmen wir mal Eki aus dem Spiel. Ah, lebt noch? Ups, das war der falsche, den wollte ich gar nicht. Nein, Chopper blutet. Ne, Mensch, ich wollte Chopper. Chopper. Pfleger, ein Bereich. Kostet ihn nämlich nix. So, alle haben... Nee, Nami hat keine vollen SP. Nami braucht noch. Ja, solange das ineffektiv ist, bringt's nichts. Sanji tritt ihn mal um. Ruffy. Weichling. Nachdem die Riesenechse uns so viel Schaden gemacht hat, hatte ich schon ein bisschen Sorge, aber die waren ja jetzt gar nicht. Also die waren ja jetzt echt Flaschen. Ja, wen schicken sie uns jetzt? Komm. Schick uns irgendwen Cooles.
Ja, war klar, dass die Samurai zusammen sind. Eine ziemlich ungewöhnliche Kombination, vor allen Dingen, weil sie sich nicht leiden können. Ich hasse euch beide. Leider das Krokodil und den Flamingo erledigen. Hey, sind das etwa... Juhu, sicherlich sind sie auch stärker als früher. Und ich begegne Sir Crocodile heute zum ersten Mal. Und wenn schon, macht euch bereit. Genau, wir ziehen das durch. Ja, die haben auch wieder Faustkampfschwäche. Dann Ruffy. Kommen wir gleich mal mit dem Königshaki, mit dem Rüstungshaki. Ah, die halten ein bisschen was durch. Zumindest mehr als der letzte. Erbärmlich. Sorry, Mingo. Okay. Wir hauen erstmal Mingo weg. Army angreifen, nicht nett. Ruffy wird alleine mit ihm fertig. Oh, das hat sogar Schaden gemacht. Na gut, ihr habt es so gewollt. Wow, ineffektiv gegen beide einfach. Oh, er hat sich geheilt. Kein Problem. Machen wir das nochmal. Hat nur Chopper ein bisschen erwischt. Chopper geht's gut. Komm, hau Crocodile tot. Lebt noch. Chopper übernimmt das. Ruffy. So. Eigentlich mit Sanji machen müssen, damit er DSP wieder kriegt. Also so heftig waren die jetzt auch nicht. Die waren eigentlich relativ mild.
Oh, gleich drei Gegner. Wer ist denn noch übrig? Wer könnte uns denn jetzt noch entgegenkommen? Oh, die Admiräle wahrscheinlich aus Marineford. Deswegen sind es drei. Na, sieh mal an, die ganze Strohhutbande beisammen. Wie unvorsichtig, ihr werdet alle sterben. Wir lassen keinen Piraten am Leben. Leute, wartet mal, es kann doch nicht sein, dass hier ernsthaft alle drei Admiräle versammelt sind. Seht ihr, sogar Robin fehlt die Worte. Seid einfach vorsichtig, sie kommen. Ihr schon wieder, ich werde nicht zulassen, dass ihr mich besiegt. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall diesmal einen Tempo-Charakter mit dabei. Ruffy hat hier den Vorteil. Verdammt. Isaru ist halt auch der stärkste Admiral. Ich mache am besten auf alle. AOE ist hier, glaube ich, das Beste. Weil man weiß nie, ob man trifft. Okay, die sind tatsächlich stark. Aber da Chopper quasi unendlich SP hat und alle heilen kann, ist das egal. Haben wir nochmal einen Otatsumaki. Alle drei erwischt, sehr schön. Gleich nochmal Thunderbreed. AOE ist hier das Mittel der Wahl. Los, Ruffy. King Kong Gun. So, und Chopper macht alle wieder gesund. Zoro, ich glaube, den musst du erledigen. Da führt kein Weg dran vorbei. So, dich müssen wir auch irgendwie aus dem Weg räumen. Aber da mache ich einfach nochmal einen Thunderbreed.
Oh, Nami wurde eingefroren. Kein Problem, Ruffy. Hol ihn dir. So, Pflege alle. Kampf für ändern, wir holen uns Lysop. Lysop hilft mal ein bisschen aus. Oh, du machst nicht so viel Schaden, wie ich gehofft habe. Den Bitch-Slap auf Nami kannst du ja sparen. Bist sowieso nur noch alleine. Ich glaube, ich habe gerade ein Sanji-Würfelfragment gekriegt. Das ist gut. Das ist gut. Geschafft, kaum zu glauben, dass ich ihn mit drei Admiralen gleichzeitig aufnehmen musste. Lim hat gesagt, dass die Daten des Würfels unvollständig waren. Sie waren also nicht im Besitz ihrer vollen Kräfte. Hauptsache, wir haben gewonnen. Gehen wir weiter. Oh, Adio. Zwei Stunden zuvor. Aitakataze, Kamino Ibuki. Kaiolui to Mimago Kyodaina Karadani. Magamagashi Tangan Gakinokoro. Oreno Jisan Kara Kita Torino Sugato. だけ暴れるがいい。俺はお前を止めやしないさ。ただお前の主人が誰かはっきりさせる必要はあるからな。俺のコテコテにはこんな技もある。 Agente! Koitsu de gyutto nigiru to na. Ore no kote kote no nōryoku wa ume daro ga heiki daro ga soujūkan sae araba nandemo ayatsureru. Kore wa kage da. Ore no inochi to tamashi wo kage da. Mochiron 負ける気はねえ。さあ、おとなしく俺に従いやがれ。 どうだ、神の息吹。こんな巨大兵器を本当に操れるか、一か八かだった。だが、俺はやり遂げた。 俺は賭けに勝ったんだ。さあ、ここからだ。俺は世界を作り直す。この力を使ってな。答えてみやがれ、神の息吹。誰が主人だ。
2番艦から6番艦まで撃沈。続くアラブン艦9番艦からは応答がありません。ほとんどの友軍が海の藻くずか。なんということだ。全ては船戸からの気象兵器による攻撃と思われます。この威力が故の、バスターコールか。後方より援軍が到着します。いかがいたしますか。陣形を広げろ。4隻で破線打ちだ。敵に的を絞らせるな。この任務はバスターコールである。巨大兵器の破壊が確認されるまで攻撃の手を緩めるな。 何隻でも来いよ。時間ならある。最後まで付き合うぜ。アディオ、お前か。これはどういうこと。嵐の結界を消して仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないの。どうしてこんな。 そうだな、リム。お前の役目はここまでだ。リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力も。 キューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。<笑>これで俺を邪魔するものはなくなった。リムは、お前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのか、おい。リムが友達だと。<笑>くだらねえことを言うなよ。まあ、あいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。 神の息吹は雨、雷、吹雪、あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても、鋭利な氷をまとった雷ならば防げねえだろ。おいおい、面倒をかけるなよ。逃げ出すなら見逃してやろうと思ってたんだぜ。本当さ。 分かったか。俺のコテコテで掴んだものはこの通り、俺の思うがままに操れる。だと。こんなバケモノじみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器すら自在に操るか。厄介な能力だな。<笑>お前の刀と同じだ。これも俺の力さ。 お前、俺を助けてくれた時に、そのコテコテの力は守るための力だって言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだなんて言ってねえ。<笑>俺のこの手が守るのは俺の夢だけだ。<笑>なんて一撃だ。骨の髄までしびれちゃいました。 思い出の旅はご苦労だったな。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪った。リムは衰弱しちまったが、全ては俺の想定通り進んだってわけだ。メモリーに行くたびにリムが弱っていった。
あなたの能力の影響だったのね。そうだな、コテコテの技はリムには負担だったよな。リムは何も気づいてねえだろうがな。先客があってな、お前たちは後にしてやる。追ってくるなら容赦はしねえぜ。待て、アディオ。ルフィ、リムが息を吹き返した。リム、しっかりしろ。リム、アディオは悪くないの。私と同じ、寂しかっただけ、仲間が欲しかっただけ。このままだとアディオはずっと一人。ルフィ、アディオを助けてあげて。リム、おい、なんだよこれ。キューブになってしまったわ。これってどういうことなの？考えられるのは一つだけね。リムもキューブによって作られた存在だったということよ。嘘だろ。ありえるのかそんなこと。そもそも作られた存在って分かんねえことが多すぎるぞ。誰が、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない、リムが言っていたことよ。ならば誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。アディオに聞くしかねえな。待ってろよリム、絶対に元に戻してやる。みんなアディオの後を追うぞ。Das ist eine Menge Story-Inhalt, den wir jetzt erfahren haben. Adio, over! Ja, verfolgen wir Adio. Adio war in den Hamabe nach Hause gegangen. Adio war zum südlichen Strand unterwegs. Ja, wir nehmen die Verfolgung auf, allerdings erst gleich. Im nächsten Part. Ihr lasst den Daumen nach oben da. Daumen nach oben, nettes Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin gerade etwas überwältigt. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.